feine Crêpes zum Dessert schmecken nach einem sehr leichten Essen. Creme aufschlagen, 200 Gramm Sahne steif schlagen und darunter ziehen. Die Masse in eine Edelstahl- oder Porzellanschüssel geben und im Gefriergerät in etwa 3 Stunden fest werden lassen. Dabei immer wieder durchrühren, damit sich keine Eiskristalle bilden. Dann für die Crêpe die Butter zerlassen, aber nicht bräunen. Die Milch und den Rest der Sahne in eine Schüssel geben. Das Mehl da übersieben, das Salz dazugeben. Alles mit dem Schneebesen durchschlagen, bis ein glatter Teig entstanden ist. Die restlichen Eier darunter rühren. 2 Esslöffel Butter in dünnem Strahl dazugießen und kräftig darunter mischen. Eine Pfanne von 16 cm Durchmesser ohne Fett erhitzen. Die Zischprobe machen und die Pfanne mit etwas zerlassener Butter auspinseln. Die Teigmenge für 1 dünne Crêpe hineingeben. Die Pfanne zudecken, die Crêpe an der Unterseite backen, wenden und ohne Deckel auf der zweiten Seite fertig backen. Alle Crêpe so backen und dabei die Pfanne hin und wieder mit etwas Butter auspinseln. Die Erdbeeren waschen, abzupfen und auf Tellern verteilen. Die restliche Butter und den Orangensaft in die Pfanne geben. Die Crêpe zweimal zusammenfalten, in der Buttersaftmischung wenden, neben den Erdbeeren anrichten und mit Ahornsirup beträufeln. Das Eis portionieren und dazulegen. Crêpes mit Mandeln und Sahne im Bild rechts. Zutaten für 6 Personen: 40 Gramm Butter, 150 Kubikzentimeter Milch, 250 Gramm Sahne, 75 Gramm Weizenvollkornmehl, eine Prise Vollmeersalz, 2 Eier, 1 Essel. Ahornsirup, 100 Gramm grob gehackte Mandeln, 2 Schnapsgläser Mandellikör, Klammer auf 4 Zentiliter, Klammer zu, ersatzweise Fruchtsaft, 1 Teel. Zuckerrohrgranulat, braucht etwas Zeit, pro Person etwa 1600 Kilojoule durch 380 Kilokalorien, 9 Gramm Eiweiß, 31 Gramm Fett, 16 Gramm Kohlenhydrate, 2 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit, 45 Minuten. Die Crêpe wie nebenste Hint beschrieben mit 50 Gramm Sahne und 2 Esslöffeln Butter zubereiten, backen und warm halten. Die restliche Butter, den Ahornsirup und die Mandeln in eine Pfanne, unterrühren, erhitzen, bis die Mandeln goldbraun sind. Die Pfanne vom Herd ziehen und den Likör unter die Mandeln mischen. Die restliche Sahne mit dem Zuckerrohrgranulat steif schlagen. Die Crêpe auf Teller verteilen, die Mandelmischung und die Sahne darüber geben.